Die Frage, wo muss ich hoch? Oh Gott, da springen, Gott. Fliegen können. Genau, das wollte ich vermeiden. Da habe ich diesmal keine Wahl. Ich hoffe, das war das. Ja, es war das richtige Blut. Oh Gott. Was hat mein Schokobo schon wieder? Der hat schon wieder ganz komische Anwandlungen. Finsterwald. Wo lang, wo lang, wo lang? Nach oben. Alles klar. Och nö. Okay. Wo müssen wir hin? Da müssen wir. Ja, müssen wir hin.
ist ein Zauberer-Tonban. Okay, kein Turban. Das ist schon mal gut. Ich bin auch mal wieder da. WB Alu. So. Hier komme ich. So komme ich. Boah, ich muss erstmal in den Arsch der Welt. Ignoriert mich einfach. Ich bin gar nicht da. Ach du Scheiße. Ja toll, und auch noch Fade. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Okay. Warum soll ich denn laufen lassen, wo ich AFK war? Dankeschön. Sehr lieb von dir. Komm schon. Ich will doch nur hier weg. Brauchst du die Punkte für das Spiel per Mauch? Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott, das Outfit sieht hässlich aus, jetzt schon. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Hallo Iron! Wunderschönen guten Abend dir! Na, alles gut? Ich werde ihn weiter laufen lassen und auch noch etwas F14 reingehen. Nice! Willkommen zurück, Adaya. Wir haben deine Ankunft voller Hoffnung erwartet. Auch der Aufenthaltsort des vierten Teils der Gewandung, der Gewandung ist uns nun bekannt. Die ganz in der Nähe bei Tals Rast. Der suche den planaren Riss und tränke die Erde mit dem Blut der Nichtsgesandten, die ihm entsteigen. Feierabend. Magenkrampf und ein Gespräch mit dem Durchschwerer meines Sohns gehabt. Würde besser laufen. Und was Phasma-Updates? Ja, stimmt. Das, ich weiß gar nicht. Gab's gestern nicht sogar schon das Update? Aber der Tag klingt dann ja nicht ganz so. Aber ich hoffe, das Gespräch mit dem Lehrer ging. Wobei, na gut, Eltern-Lehrer-Gespräche sind meistens meh. Aber keiner, der mit mir spielt. Mich brauchst du nicht angucken. Ich spiel kein Phasmo. Ich habe einmal mit dir gespielt. Aber es lag nicht an dir, es lag am Spiel. Du warst sehr... Nein, auch nicht, wenn du so guckst. Aber das hilft nicht. Das hilft nicht, nein. Wenn ich möchte, dass ich die Nacht schlafe, dann... sollte ich es nicht tun. Oh.
Da wird es überbewertet. Oh, schön wäre es. Schön wäre es. Wenn ich mal schlafen würde, wäre schön. Valerian, ja, schon probiert. Schon probiert. Ich habe sämtliche schon probiert. Das hat andere Gründe, warum ich nicht schlafen kann. Da hilft mir nicht mal Katzenschnurren. Katzenschnurren hilft eigentlich immer. Nein, lass es. Nein, das ist auf dem Weg, um was dagegen arbeitet. Ah, ah, schön wär's. Ah, wenn das so einfach wäre. Ja, genau das. Genau das. Genau das. Berliner, vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Dankeschön. Hallo, Masuna. Ja, danke schön. Der Shoutout kommt sofort. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Was hat Masuna wieder erzählt? Masuna, was hast du gemacht? Jo. Das schaut dort wenig. Heute willst du mal nicht. No. Seltsam. Ah, doch, da! Okay, da kam ein bisschen was dazwischen, aber passt. Passt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Wie war euer Stream? So, warte, was sollte ich jetzt alles machen? Auf jeden Fall Haustier. Und trinken. Ja, gut, das ist ja klar. Jo, Haustier, warte. Ich suche was raus. Warte. Das kann ein paar Sekunden dauern. sofort, sofort. Ich will nur kurz das. Nee, den Kater hatten wir gestern. Wartet, warte, 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 warte. Wir haben es gleich. Ja, da ist doch ein schönes Bild. Juh, den kann ich nämlich gleich be erzählen. So. Wer bist du? Was machst du? Also, ich bin die Aidaria. Katzenliebhaberin. Wie man unschwer erkennen kann. Katze? Katze? Wir spielen hier größtenteils einfach 14, aber halt auch Sachen wie Life is Strange. Witcher kommt nachher. Also gleich. Bald. Bald kommt auch Witcher. Ja, spielen. Ja, wie Open World. Sonntags immer Together Games. Ja, Masuna auch DVD. Golfit und sowas spielen wir halt alles sonntags. Und ja. Stream tue ich jetzt seit 1,5 Jahren. Und ja. Wir sind die lieben Sampfoten. Auch hier steht alles im Zeichen der Katze. Katz-Emotes. Also, ja. Wie Katzen. Verrückte Leute. Wohnhaft in Deutschland. Ja, wohnhaft in Deutschland. Leider nicht im Ausland. Leider nicht in der Karibik, wo es angenehm warm ist oder so. Ja, so viel eigentlich im Groben zu mir. Also, wenn ihr natürlich nur Fragen habt, könnt ihr natürlich auch fragen. Seid euch hier immer herzlich willkommen. Hier ist kein Niveau vorhanden. Zweideutigkeit wird hoch und groß geschrieben. Und ja.
Hier sind eigentlich alle willkommen, die Tiere lieben, die Games lieben. Also, ja. Ich bin das Sivo. Vasuna, nein, bist du nicht. Du bist unser Witzmeister. Panini, vielen lieben Dank für das Follow. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Ich verabschiede mich zum Abendessen. Sehr nice. Lass es dir schmecken. Kannst gerne ja berichten, was es gibt. Und Rainbow Burn, einen wunderschönen guten Abend dir. Hallöchen. Willkommen. Und auch willkommen in der Sandpfoten-Crew. Mach's dir bequem. Ich hoffe, du fühlst dich auch hier wohl. Ich bin die neben mir. Polizei. Zack, zack, abmarsch. Ja gut. Iron rollt auch gerne durch den Chat. Iron ist auch gerne da und bereit zu rollen. Oh Mann. Da bin ich die Handcreme. Ja, das passt schon eher. Bin der Vogel von ihm an. Ja, du bist auch frisch. Iron halt. Die üblichen Verdächtigen sind da. Also, und das ist übrigens Gizmo, unser jüngster Kater. Jetzt habe ich mich vorgestellt, aber den Kater nicht. Also, das hier ist Gizmo. Unser Wasserkater, wasserliebender Kater, der von früh bis spät im Wasser sitzen könnte. Wenn der die Leichen zu Plätzen bringt. Stimmt! Ja, gestern. Ja, die Leiche. Oh Gott, ja. Oh Gott, verschreckt bloß nicht die Leute. Sollte da nicht Gizmo heißen? Ja, wir hatten überlegt, Masuna. Wir hatten überlegt, ob wir ihn so nennen. Und wir dachten, nee. Nee. Aus ihm kommt ja kaum Wasser. Nein, Masuna, einfach nein. Was mit dem Gummiting in Richtung Masuna Deutsch? Oh, ihr zwei schon wieder. Nee, aber wir spielen gerade Final Fantasy 14. Noch ein bisschen. Um 21 Uhr wechseln wir dann auf Witcher. Ich weiß nicht, wer von euch Witcher kennt. Witcher mag, schon Witcher gespielt hat. Oder wer von euch FF14 kennt. Wir sind auf jeden Fall hier gerade noch so ein bisschen am Klassenquest machen. Auf Stufe 50 kommen irgendwie. Und jo. So viel eigentlich zu dem, was wir gerade hier tun. Außer von A nach B rennen halt. Ja. In dem Witcher weiß ich gerade gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, irgendwo in Novigrad müssten wir rumlungern. Also noch relativ am Anfang. Und Witcher ist dann auch übrigens gleich unser zweiter Run. Also, ich hatte Witcher, glaube ich, letztes Jahr schon mal durchgespielt. Aber, ja. No! Wie grad? Nein, Masuna! Nein! Lass es aus! Mach Platz! Immer diese komischen Lustprodukte hier. Gut, Masuna, danke, dass du das selbst übernimmst. Sonst hätte ich das diesmal gemacht. Also, das war jetzt der Bitcher. Ja, genau, der Bitcher. Nicht der Witcher, sondern der Bitcher. Macht ja sonst keiner, nee. Wie gesagt, ich war gerade kurz davor. Meine Motze gerade nicht da. Also muss ich gerade aufpassen. Teilweise auch den Twitcher. Ja, teilweise ist es auch der Twitcher. Die Stadt mit diesen komischen fröden Personen, die einen von der Seite antexten. Ja. So in etwa, so in etwa. So. Es ist vollbracht, Aidaria. Du hast die vier Teile der Gewandung in deinen Besitz gebracht. Zwar gibt es noch einen fünften, aber wo dieser sich finden lässt, vermag momentan niemand zu sagen. Die Dunkelheit, die uns stärkt, verklärt manchmal auch die Sicht. Dazu behauptet, die Inschrift würde von einem Sanktuarium sprechen, doch niemand von uns hat je von einem solchen Ort gehört.
Wenn der die Relikte sucht, von reinem Herzen ist, sich auf den einen Gott besinnt, zeigt sich Verborgenes. Nett. Welche die Lust. Das andere steht darauf, die Nachricht korrekt entschlüsselt zu haben. Und weder du soll Melok noch ich zweifeln an seinen Worten. Gemeinsam werden wir versuchen, die genaue Bedeutung der Worte zu erfassen, um deine Suche zu ihrem Ende zu führen. Denn die Pforte zum Nichts wird sich schon bald öffnen. Bereite dich auf diese schicksalsschwere Stunden vor und beschreite weiter den Pfad der schwarzen Magie. So, jetzt muss ich doch irgendwie auf Stufe 50 kommen. Nett, ne? Oh Gott, was ist das denn für ein Hut? Ach du. Ihr ahnt es nicht, ey. Was ist das denn? Alter. Du hast schon um dein Looten. Es ist kein guter NPC, wenn man ihn nicht looten kann. Ich kann ihn leider auch nicht angreifen. Nee. Man kann ihn leider nicht angreifen. Die passt aber nicht so einfach rein, gell? Er ist doch zu dick. Oh mein Gott. Tut gut. Ich liebe Loot. Ich liebe es zu looten. Loot an die Macht. Todesweide. Und so. Damit beschwört man auch Lucifer. Ja, wer kennt ihn nicht, den Lucifer, ne? Der Herr des Luts. Ich wollte gerade sagen, der liegt was tot in der Ecke. Was tun die da? Ich hinterfrage es jetzt mal nicht. Wer hat mich gerufen? Der reiche Bruder vom anderen. Na, kommt aber drauf an, was für Loot er besitzt, ne? Oder, ne, was für Loot er hat. Gibt ja auch schlechten Loot. Lang lebe der Luzifer. Erst bei den Rucksack looten gehe. Ich suche mir mal was zu futtern. Oh, such mir mal was mit, Armin. Ich habe auch noch Hunger. Ich hatte zwar Eiermi-Nudeln, aber ich habe trotzdem noch Hunger. Ich habe alles. Toys, Gummis, Spiele, Gummibärchen. Was? Warum habe ich das Gefühl, dass das Ganze ja schon wieder ganz komische Formen annimmt? Habt ihr schon wieder irgendwas genommen, oder? Ich frage nur mal so nebenbei. Euch geht's aber allen gut. Die Ozeannudeln. Ja, genau, die Ozeannudeln. Die Eimernudeln. Ihr habt eine Muschikatze hinter der Tastatur. Wenn ich nicht wüsste, was du meinst, wäre ich jetzt verstört und würde panisch im Kreis rennen. Wir haben die Pillenausgabe verpasst. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich aber auch. Das sehe ich ganz genauso. Aber hey, dafür hatte ich gestern die Pillenausgabe verpasst. Gestern hatten wir ja auch ganz dubiose Themen. Von Leichen, die man als Luftballons verwenden kann. Jetzt auch nicht ganz so das ideale Thema, ne? Was wird? Ganz viele bunte Smarties zu verteilen. Darum hießen die Gründerväter in Amerika auch Pilgrims. Die waren so grimmig, weil sie ihre Pillen nicht genommen haben. Oh, so nein. Nein, einfach nein.
Hier geht's wieder ab. Ja, das ist normal hier. Hallo, das ist normal. Huch. So, dafür geht jetzt aber mal nicht der Energy drauf. Dafür trinke ich aber jetzt Wasser. Ja, was schade, wenn das abgeht. Gott. Masuna, du bist wieder gut drauf, kann das sein? Ja? Eventuell? Also eigentlich bist du immer gut drauf, aber heute besonders. Das komische durchsichtige Zeug, wo wir besser eigentlich grundgut. Nein, ich meine damit nichts. Oh Mann. Ja, ich wollte es dir nur einmal anmerken. Also, ich wollte es nur mal gesagt haben. Jo, hier sind unsere Viecher. Ich hoffe, das reicht zu 50. Lebensgröße Luftballons verkauft. Bitte Nummer ziehen und anstellen. 100% der Tourkarte. Also, wir schmeißen mal die Puffis durch den Chat, dann kommt's. Oh. Nein, einfach nein. Aus. Hui. Hier wird nicht durch den Chat geworfen. Das reicht immer noch nicht. Wir wären hier in das Edelkasse. Der Humor ist mehr als tot. Also tot, da geht schon nicht mehr. Ich frage, wo soll denn dieses... Wo an der Eferanke? Soll die denn sein? Irgendwo da hinten. Da bin ich mal gespannt. Irgendwie so. Was ist natürlich Lagerkammer. Wie sind wir jetzt schon wieder zum Thema Gase gekommen? Frag für einen Freund. Reines Interesse. Waldbau. Was kann denn jetzt der Baum dafür? Arme Bäume. Werden die da auch noch mit reingezogen? Oh, Schmuddeleien. So, wo sind diese Scheißdinger da? Oh, Alter, schon wieder ein Feld. Da fehlt ja die Gase, macht Luft raus. Ich glaube, aus dieser Art Luft kann ich verzichten.
Paula Laurenz. Ach komm! Ernsthaft? So. Ich muss auf die andere Seite. Wir hatten bei uns heute erst wieder eine Buddelparty. Seine Buddelparty. Will ich das überhaupt wissen? Oh Gott. Ernsthaft? Oh. Buddelparty. Alter. Ja, gut. Ich verstehe. Friedhof Sepia. Oh Gott. Nett. Nennen wir die wirklich? Ja gut, warum nicht? Ich meine, klingt ja wenigstens ein bisschen besser als Beerdigung. In der Karte wie eine billige Straße, die vor der Küche wiegt, weiß man, was los ist. Oh. Huch. Reicht das diesmal? Es reicht. Der Manipulation. So. Und FKK sagt Probeli. Alter. Kann ich aber drauf verzichten. Die letzte Klassenquest schaffen wir noch. Dann geht's Sonntag mit dem Bosskämpfer weiter. Euer Humor ist echt tot. Mhm. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig, Aaron. Also toter geht nicht mehr. Fünf Klassen auf 50. Gut. Dann mache ich aber ein besseres Angebot. Bei mir gibt es zwei Beerdigungen zum Preis von einer. Und wenn sie heute noch bestellen, gibt es eine Einäscherung noch oben drauf. Das sagt die, die mit dem Kommunion durch den Chat stimmt und alles an dem Himmel, was sich bei 3 auf dem Baum ist. Ja. Das will was heißen, Iron, ne? Das will was heißen. Ja, da ist der Flausch. Der Flausch. Der flauschige Flash. Oh Gott. Iron, ey. So eine Lagerfeuer, von dem alle reden. Da hallo. Oh. Alter, was ist mit euch?
Oh, wo bleibt die Pillenausgabe? Kommt die Tante mal wieder zurück? Flair. Ist geil. 4 Teile der Gewandung hast du nun, Adaria. Eine reife Leistung. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber wenn die Inschrift auf das Saas Tafel stimmt, wäre es Wahnsinn, sich davor zum Nichts ohne die komplette Gewandung zu nähern. Ich habe in den Schriften der Amidjar nach Erwähnungen eines Sanktuariums gesucht, aber nichts derartiges gefunden. Doch mir fiel auf, dass die Aufzeichnungen meines Urgroßvaters vor genau 100 Jahren abbrechen. Der letzte Absatz lautet, in der Krypta wird erweckt die Kraft der Zerstörung. Die Kraft der Zerstörung ist für die schwarze Magie. Aber was mag mit der Erweckung gemeint sein? Was sagst du da? Die Vorfahren von Dazar und Dosol Melok sind ebenfalls von 100 Jahren verschollen? Was hat das zu bedeuten? Mir schwand Übles. Wir müssen unbedingt versuchen, weitere Hinweise zu finden. Da sprach Dazars Tafel davon, dass sich der Weg zum Sanktuarium offenbaren würde, wenn die Zeit soweit ist, doch gerade Zeit ist es, die wir nicht haben. Dazar und Dosol Melok sind zu ihren Stämmen aufgebrochen, dort Nachforschung anzustellen. Und auch dich würde ich gerne um deine Hilfe bitten. Befrage den Schwarzmagier, der dich auf dem Weg der schwarzen Künste entsandt hat. Vielleicht vermag er etwas zur Lösung unseres Rätsels beizutragen. Leute, ich lasse euch mal bei eurem Thema. Ja, ich habe genug Gummidinger für alle. Heute nicht, Iron. Heute meine ich. Ich setz heute meine Runde aus. Ich lasse euch mal machen. Ich lasse euch mal machen. Tobt euch mal aus. Oh Gott, ey. Ach, Mist. Es gibt aber einen Befehl. Der geht wenigstens. Es gibt ein Iron aus. Genau das. Den Befehl gibt es. Ja. So böse ist Iron gar nicht. Hat noch nicht so viel angehäuft wie du, Masuna. Gestört durch den Chat-Troll. Lass dich nicht aufhalten, Iron. Da, jetzt ist schrecklich. Kukuruka ist verschwunden. Wir müssen ihn finden, bevor ein Unglück passiert. Er ist nämlich nicht der Verkünder von Nightheads Willen, sondern bloß der Verkünder seiner eigenen selbstsüchtigen Besessenheit. Vor 100 Jahren hat er unermessliche Schuld auf sich geladen. Aber ich sollte dir alles von Anfang an erklären. Also, vor einigen Tagen konnten wir Kukuruka auf einmal nicht mehr finden. Machte mir natürlich Sorgen und bin gegen seine Anweisung in sein altes Zimmer geschlichen. Da habe ich es gesehen. Ich habe alle seine Aufzeichnungen gelesen. Es kam, dass der herausragende Taumaturg Kukuruka zum Schwerverbrecher wurde. Er hat sich vor 100 Jahren mit Taumaturgen von fremden Völkerstämmen zusammengetan, das furchtbare Ungeheuer Barbatos beschworen, was fast den Untergang Iosias herbeigeführt hätte. Aber die Katastrophe konnte gerade noch einmal abgewendet werden, weil ihm jemand vom Orden Nahtals auf die Schliche kam.
Kokoroka und seine Komplizen, die das Ritual gerade vollenden wollten, wurden gestoppt und der halb manifestierte Barbatos in einem fluktuierenden Schwebezustand zwischen den Dimensionen in die Pforte zum Nichts gebannt. Kokoroka wurde sodann als Schwerverbrecher in den Kerker der Marasaya-Strafanstalt gesperrt, wo er zu einem Zwischendasein verurteilt wurde, nicht fähig zu sterben, nicht berechtigt zu leben. Das war vor 100 Jahren. Die Öffentlichkeit erfuhr nie von dem grauenvollen Zwischenfall, nur in geheimen Akten tauchte er auf. Ich habe mir alles aus diesen Akten und Kokorukas eigenen lückenhaften Tagebüchern zusammengereimt. Du wirst nicht glauben, was seine letzten Worte waren, Aldaria. Wenn vier Schwarzmagier sich versammeln, vier Kleider, die vier Völker vereint sind, dann werden die Pforte zum Nichts endlich ihre endgültige Zerstörungskraft entfesseln. Die Schwarzmagie sollte von Anfang an nicht dazu dienen, die Pforten zu versiegeln. Sie sollten sie öffnen. Der Gefangene Barbatos sollte befreit werden. Kokoroka hat uns benutzt nur und für dumm verkauft. Nett. Wie konnte ich nur so einfältig sein? Ich bitte dich, Aldaria, wir müssen diesen Verbrecher aufhalten. Das Unglück kann jeden Moment seinen Lauf nehmen. Kokoroka ist ins südliche Tanadan aufgebrochen. Vermutlich zu Nals Besinnung. Eile ihm nach. Okay, Pforten öffnen. Ja, die Pforten. Gar nicht falsch, aber ist mir lieber als zu. Aber das kannst du dir vorne. Das kannst du dir vorne aussuchen. Das kannst du dir aussuchen, ob vorne oder hinten. Ja, das bleibt ganz dir überlassen. Was du lieber möchtest. So, wo muss ich hin? Okay, dann ist von da aus besser. Ja. Let's fetz, sprach der Frosch und sprang in den Mixer. Oh. Armer Froschen. Wie war das gestern mit dem Inder? Lass den Inder aus dem Spiel! Der Inder hat nichts getan! Der Inder ist unschuldig. Bin ich eine Nudel verbrannt? Oh mein Gott. Was ist heute los mit euch?
Die Lalas sind immer die Bösen. Nur von meinem sind aber artig. Kind noch wach. Rede von meinem Essen. Man weiß ja nie, Aaron. Man weiß ja nie. Ach Leute, ihr macht dich fertig. Oh mein Gott. Vielen, vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Wie geht's dir? Jetzt muss ich aber ganz kurz. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht zu verhängnissen. Wie war euer Stream? So. Shoutout kommt, wenn ich es jetzt nicht wieder verpeile. Jo. Stream Elements will heute mal wieder nicht so, wie ich will. Komm mal wieder eine Stunde später. Ah, jetzt. Jo. Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen hier. Bin hier gerade bei der letzten Klassenquest. Also 50er Klassenquest. Die Dude Day ist super soweit. Hast du Geburtstag? Dann alles Gute. Dann alles Gute. Ich finde es witzig, irgendwie würde zur Zeit die Stream-Key nie angeben. Ich finde das sehr, 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 sehr bewundernswert. Er freut mich, dass dein Geburtstag so gut ist. Wurdest du reich beschenkt? Ich habe auch gleich wieder mehr Augen auf dem Chat. Wie gesagt, sind wir gerade bei der 50er Klassen-Quest vom Schwarzmagier. Kämpfen gegen Barbatos. Hoffen, dass mir jetzt hier keiner wegstirbt. Memo, ich hasse den Schwarzmagier. Falls es noch keiner gewusst hat. Ich bin froh, wenn ich den irgendwann auf 90 habe. Und wir wechseln tatsächlich auch bald zu Witcher. Weil da sind wir mal wieder Witcher dran. Ja, aber mit dem Sound-Alerts Bescheid die ganze Zeit im Stream. No, aber das ist auch toll. Mit Sound-Alerts Bescheid werden. So, bist du also Kanaille, die uns hat betrogen und reingelegt, K? Erklärst du dich jetzt aber unverzüglich? Du, bist du etwa Atelli Milux? Nimmst du nicht in deinen dreckigen Mund den Namen von Großgroßmutter K? Warum du kennst? Oh Gott. Du bist Khazib Shahs Enkel, Amajar. Du Kobalt hast wohl Dagus Blut in deinen Adern.
Und du, Schwarzmagierin, du hast es tatsächlich geschafft, Barbatos zu beschwichtigen. Lass mich dir erklären, was vor 100 Jahren geschah. Ich hatte in verblichenen Handschriften Hinweise auf eine zerstörerische Kraft gefunden, auf die Schwarzmagie. Begann sie zu studieren. Am Anfang war es reine Neugier. Warum verschwanden die Schwarzmagier, die in alten Zeiten doch so zahlreich und mächtig gewesen waren? Weshalb war ihre Kunst so geheim? Warum nirgendwo niedergeschrieben? Alles Fragen und Antworten. Ich glaube, ich kenne die Antworten. Weil sie einfach nicht mobil sind. Die stehen einfach nur rum. Und müssen ständig ausweichen. Keiner wollte die Macht mehr haben. Je mehr ich vorstellte, desto mehr wuchs die Faszination, die ich fühlte. Bald war ich besessen von dem Drang, die alte Kunst wieder auferstehen zu lassen. Ich wollte bewundert werden, Ruhm erlangen, den nie zuvor ein Thaumaturg erlangte. Ich wollte etwas vollbringen, das in der Geschichte ohne Beispiel war. Doch meine Forschungen stockten. Gerade als ich aufgeben wollte, begegnete ich euren Urgroßeltern. Chatotos Edelstein, die Fähigkeit, die Magie zu lesen, die machtvolle alte Gewandung. Jeder brachte maßgebliche Elemente in die Gemeinschaft ein. Plötzlich machten wir sprunghafte Fortschritte. Alles fügte sich wie von selbst. Ja, wir waren wie trunken. Die Magie gab uns so viel und noch mehr. Vielleicht unsere gegenseitige Anerkennung. Wir waren Verschworene und jeder hatte seine Geschichte zu bewältigen. Khazib Shah, dessen Intelligenz als aufgeblasen Wichtigtuerei verkannt wurde. Etali Melok, die gedemütigte und vertrieben wurde, weil sie weit fortschrittlicher dachte als ihre uneinsichtigen Stammesgenossen. Dagu, der Zeit seines Lebens nicht aus der Einöde weggekommen wäre, die ihn einengte und hemmte. Gemeinsam wagten wir das letzte Ritual. Wie dumm, wie unsäglich dumm wir waren. Wir hätten es nie tun dürfen. Schafiger ob mit Brot oder Dürüm. No. Alles was mit Hähnchen ist das geil. Als wir die letzte Kraft der Zerstörung entfesselten, wurden eure Vorfahren, sie wurden in ihrem Äther zerstäubt und verschmolzen mit der Bestie. Was? Dann war der Dämon von vorhin? Ich habe alles versucht, alles, doch meine Macht reichte nicht. Konnte sie nur noch das Monster, zu dem eure Urgroßeltern wurden, meine eingeschworenen Freunde. Ich konnte sie nur noch in die Pforte zum Nichts festhalten, zwischen den Welten eingeschlossen. Wie lange mein Siege halten würde, wagte ich selbst nicht vorherzusagen. Es konnte jeden Moment aufbrechen. Und die unermesslichen Kräfte, an denen wir gerührt hatten, würden. Ich kehrte nach Ulda zurück, manipulierte das Gedächtnis irgendeines Thaumaturgen, bastelte mir eine Strafakte und stellte mich selbst. Und so wartete ich, hunderte Jahre im Kerker, teils zum Schutz vor mir selbst, teils als Akt der Buße. Wartete, ob nicht jemand kommen würde, der die Fähigkeit besäße, die unsägliche Untat zu bereinigen, die ich begangen hatte. Jemand, der den Hass zwischen den Völkern überwindet, der empfänglich wäre für die feine Stimme der rechten Ordnung, der seine Bestimmung als Schwarzmagier zu erfüllen bereit wäre. Es tut mir leid. Was kann man sagen auf solche Bekenntnis? Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Hier. Nur dieses noch. Gut, befreundet, das verstehe ich. Dünne Tele im Stream. Das kannst du versuchen. Ich glaube, da, wo wir hinziehen, gibt es keine. Gibt es nicht zum Bestellen. Das fünfte Teil der Gewandung. Das Sanktuarium, das ihr gesucht habt, es ist hier. Ein anderer Name für Nalls Besinnung. Ich senke mein Haupt in Demut und Respekt. Du bist in diesem Kampf zu einer neuen Form der Schwarzmagie erwacht, der letzten endgültigen.
die zu sehen uns nicht vergönnt war. Es stimmt. Nur du trägst die Kraft in dir. Die Kraft, die damals von Geltungssucht und Hass und Neid getrübt wurde. Du vermagst sie in die rechte Bahn zu leiten. Nun endlich erfahre ich Neids Gnade. Da ist er verpufft. Es ist überstanden, Eidaria. Wir konnten das Leid zwar nicht gänzlich ungeschehen machen, aber wir konnten es lindern und vor allem eine große Katastrophe verhindern. Das ist das Ende einer alten Geschichte, die unsere Vorfahren einst selbst mit ihren Taten schrieben. Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass es mich nicht traurig stimmt. Doch Zuversicht ziehe ich aus den Gedanken, durch diese Abenteuer neue treue Freunde gefunden zu haben. Und unsere Freundschaft wird noch lange währen, da bin ich mir sicher. Nun denn, Schwarzmagierin. Gehab dich wohl und lass dich bei Zeit meinen Lannister erblicken. Und gucken. Und dann Dön. Ja gut, aber du weißt ja nicht, wo genau ich hinziehe. Das weiß man ja nicht. Wir ziehen ja nicht in die Stadt. Wir sind ja auf dem Land. Dann liefert dich jeder überall hin. Das merke ich ja, wo wir jetzt wohnen. Wir sind froh, dass wir das irgendwann mal hier in Asiaten mal in der Nähe gesagt hat, dass er auch mal hierher liefert. Gut, die Preise dafür sind horrende. Das hat, glaube ich, 15 Euro einfach nur dafür, dass sie das überhaupt liefern. Weil der Anfahrtsweg zu weit ist. Also. Wir können ein bisschen schwierig werden. Aber meistens macht Frischutz, wenn wir Bock auf Döner haben, meistens macht er einen selbst. Oder bringt mal einen von der Arbeit mit. Manchmal. Genauso wie ganz, ganz selten mal was von weg ist. Nicht oft, aber manchmal. Vergänglichkeit ist das Einzige, das nicht vergeht, Eidaria. Kokoruka trug eine Last, die unsere Vorfahren nicht gekannt haben. Eine hundertjährige Last, die unermesslich schwer gewogen haben muss. Doch du hast ihn nun davon befreit. Und auch die Seelen unserer Vorfahren. Mögen sie alle in Frieden ruhen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Ich werde zum Rotfall zurückkehren. Boah, nee, jetzt muss ich den auch noch lesen. Oh. Hast du 100 Jahre gewartet und dann alles Schluss, aus, vorbei? Einfach so? K. Ob Großgroßmutter ihm wohl hat verziehen seine Tat? Freust du dich, K? Haben wir erreicht, was wir tun wollten? Hat das echt Spaß gemacht mit dir, Eidaria? Sicher Großgroßmutter und die anderen ähnlich gefühlt, K. Also, geh ich dann mal, Gebieterin von schwarzer Kunst, K. Bleib schön am Leben, K. Dann treffen wir uns bestimmt wieder, oder? Juhu, ich kann die Quest abgeben. Oh, und ich muss wieder 3 Kilometer latschen. Ich kann immer noch nicht fliegen. Ich habe die Story immer noch nicht weitergemacht. Doch, ein bisschen, aber nicht viel. Ein bisschen haben wir so weitergemacht. Bisschen. Dann sind wir fast pünktlich mit Witcher. Fast. Gebe ich jetzt nur noch ab. Dann tausche ich ein paar Teile ein. Ich hätte das nicht weitergemacht, dass ich weiß. Aber hey, ich bin mittlerweile in Körters. Ich bin mittlerweile bei Horschefond. Also ein bisschen habe ich ja weitergemacht. Ich glaube, gut 10 Quests sind es gewesen. Von dem Angriff auf den Sonnenwinter, glaube ich, bis ins Schneegebiet. Das würde ich mal persönlich machen. Lade ich dich und fast zum Asiaten ein. Dann war es Dankeschön. Oh. Ach Quatsch. Wobei meine bessere Hälfte mag kein Asiatisches. Sei denn, es ist Buffet. Vom Buffet ist er. Wobei, wenn ich asiatisch koche, also frisch asiatisch koche und nicht so fertig kramt, dann ist das auch.
Er hat tatsächlich heute zugegeben, dass mein Asiatisch verdammt lecker war. Ich habe nämlich asiatische Nudeln gemacht. Also so gebratene Nudeln. Richtig im asiatischen Style. Und das hat ihm echt geschmeckt. Der hätte mir das wahrscheinlich beinahe selbst weggegessen. Also das mag er tatsächlich. Das hat mich gewundert. Oh. Unsere Reise neigt sich am Ende entgegen, Altaria. Eine Reise, die unsere Vorfahren vor über 100 Jahren begonnen und die wir zu einem glücklichen Ende geführt haben. Asiatisch geht voll klar. Ja, ich liebe Asiatisch. Ich bin sowieso so ein Mensch. Alles, was mit Asien, also Asien zu tun hat, sei es Japan, Korea, Thailand, China. Ich liebe es einfach. Oh, ob's Deko ist, ob's Musik ist, ob's Spiele sind, ob's Essen ist. Ich liebe es einfach. Als ich dich von unseren Legenden geleitet zum ersten Mal traf, hätte ich mir in meinem kühnsten Träumen nicht ausgemalt, an deiner Seite ein solches Abenteuer zu erleben. Und ich bereue nicht, dass ich dir den kostbaren Edelstein gab. Denn das, was mich die schicksalhafte Zusammenkunft mit dir, Dusul Melok, und Dazar gelehrt hat, wiegt weitaus wertvoller. Auch unsere Vorfahren dürften nun endlich in Frieden ruhen, wenn mir diese Vermutung gestattet sei. Mögen ihre Seelen wie weiße Vögel über den strahlend blauen Himmel von Tanaland schnellen. O große Schwarzmagierin Eldaria, hiermit gelobe ich dir ewige Treue. Möge unsere Freundschaft über die Grenzen der Stämme und Völker hinauswehren und auch in Zukunft reiche Früchte tragen. Deine Schwarzmagie wird auf ewig ein Zeichen unseres Bundes sein. Lasse sie deine Schritte lenken und setze sie ein, um das Dunkle zu bannen, dieser Welt ihr Licht zurückzugeben. Ich liebe Ente gerne. Ich glaube, welche Art in asiatischen Style schmeckt sie am besten. Okay, Ente bin ich tatsächlich nicht ganz so der Fan. Liegt aber meistens eigentlich eher an der Ente. Und die mag ich noch nicht mal außerhalb Asiens. Aber vielleicht habe ich auch einfach immer nur die falsche Ente erwischt. Ich hatte immer die Enten, die so zigtausend Flugstunden hatten. War nicht ganz so lecker. Das nenne ich mal ein verdammt hässliches Outfit. So, aber wir haben jetzt den Baden auf 50, den Weißmagier auf 50, den Dragoon auf 50, den Paladin auf 50 und den Schwarzmagier auf 50. So, jetzt gehe ich einmal kurz nach Limsa. Nein, nach Limsa bitte. Nein, ich muss erstmal nach Gridania fit machen. Ich muss hier die Sachen eintauschen. Ho, ho, ho. Das war ja was. Ich nehme immer gebackene Ente auf gebratene Nudeln mit Erdnusssoße. Erdnusssoße kann lecker sein, wenn sie gut gemacht ist. Ich hatte jetzt bei dem letzten, wo ich Erdnusssoße gegessen hatte, das war nicht ganz so. Meistens schmeckt es eigentlich ganz gut. So. Lecker, und der nimmt immer qualitativ hochwertige Enten. Kostet auch dadurch mehr. Ja gut. Der Preis ist dann quasi egal, wenn es schmeckt. Wenn es passt, dann passt. Ja, das kann ich auch einmal kurz abgeben. Das ist gut. Sehr gut, du kehrst erfolgreich von der Schlacht zurück. Ich habe bereits von einem Ritter des Hauses Seemeyer davon gehört. Deine ausgezeichneten Leistungen müssen gewürdigt werden. Als Belohnung wirst du Staatsteile erhalten.
Iskar steht damit in unserer Schuld. Vorzüglich. Dein tapferer Beitrag soll natürlich auch nicht unbeachtet bleiben. Ich habe das Abaton in der Bruderschaft diesbezüglich bereits unterrichtet. Wenn die rechte Zeit gekommen ist, wirst du zweifellos befördert werden. Daran besteht für mich kein Zweifel. Wir werden auch in Zukunft nur Gutes von dir. Kämpfe für das Wohl des Waldes. Yay. Ja. Nein, nicht sie. Das bitte. Na Schub. Und jetzt geht's los. Das gibt ein paar Steinchen. Vor allem Steinchen. Taler. Schon ruhig. Wurde mir doch eben noch so viel angezeigt. Tatsache. Hätte ich das nicht gedacht. Naja. Die 30. Perfekt. Passt. Nehmen wir. Und keine Lagergasse hinten. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Flair. Okay. Hat aber mit die meisten, ne? Bade hat nur so wenig. Ist auch nicht so viel. Ja gut, das ist anders verteilt. Okay, Gladi hat doch viel. Thaumaturg auch. Sehchen. Abgeschlossen. Achso, diesmal Gewässererkundung. Mal gucken. Okay, das habe ich aber nicht weitergemacht. Sind jetzt keine Sachen für Berufe? Das ist ja erstmal egal. Schade. Komme ich doch trotzdem noch nicht höher. So.
und...